So, wir stehen jetzt hier in der Tafel. Wie ich eben schon gesagt habe, ich habe euch jetzt mal versucht, hier was aufzumalen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also, ich möchte euch nochmal gerne zeigen, wie lässt sich nun Ausdauertraining mit der Herzratenvariabilität optimieren. Also, wie kann man jetzt vorgehen, um wirklich das zu nutzen in seinem Training, um daraus einen Benefit zu haben? Also, wir fangen jetzt mal an. Also hier habe ich mal dargestellt, man braucht jetzt erstmal eine Baseline. Also jeder hat ja seine individuelle Baseline, das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt. Also man kann es ja nicht untereinander vergleichen, sondern nur mit sich selbst. Deswegen braucht man so eigentlich mindestens, würden wir sagen, 4 bis 10 Tage, um erstmal eigene Werte zusammensammeln bei durchschnittlicher Trainingsbelastung. Also wo man jetzt nichts Extremes macht. Also am besten, wo man einen ganz normalen Trainingsrhythmus hat, tendenziell eher ein bisschen weniger Training hat, dass man dort erstmal Werte sammelt. Oder so wie bei mir, ich sammle halt so seit 2014 meine Werte und die des normalen Trainings fließen immer wieder in die Baseline ein. Das heißt, die wird immer wieder durch neue Werte ergänzt. Aber das braucht man erstmal ungefähr, um dann sozusagen seinen Normalbereich festzulegen. So, und dann habe ich hier geschrieben, also HRV, sozusagen der Parameter, nehmen wir jetzt hier den RMSSD, den Root Mean Square of Successive Difference, um es aber schön zu sagen. Also den Mittelwert der Quadratwurzeln der aufeinanderfolgenden Intervalle, also um den Abstand der zwischen den einzelnen Herzschlägen zu beschreiben. Also das ist ja eigentlich ein Parameter, der auch eigentlich so in den meisten Geräten, die genutzt werden, angewandt wird. Und hier ist jetzt einerseits der Vagus-Overshoot-Bereich und der Vagus-Depressionsbereich. Also wie ihr vorher in der Präsentation gesehen habt, also ist der Vagus, ist ja der Entspannungsnerv, also der 10. Hirnnerv. Und wenn der sozusagen überaktiv ist, bedeutet das, dass wir sehr parasympathisch aktiv, also sehr, sehr entspannt sind, sehr runterreguliert sind. Also wir haben eigentlich eine hohe HRV, wenn wir einen Vagus-Overshoot haben. Der Entspannungsnerv ist super aktiv. Oder wir haben eine Vagus-Depression, das heißt, der Entspannungsnerv ist unterdrückt. Wir sind eigentlich sympathisch hochreguliert. Also wir sind eigentlich ziemlich so unter Strom, unter Stress und in beiden Bereichen sind wir nicht leistungsfähig. Und wenn wir jetzt unsere Baseline so ermittelt haben, dann können wir nämlich dann in der Trainingsphase dann mit zum Beispiel der jeweiligen morgendlichen Messung sehen, okay, wann kommen wir jetzt eigentlich aus dem Normalbereich raus? So, und wenn wir jetzt anfangen und kommen jetzt hier in die Vagusdepression, das heißt unsere HRV, hier sieht man ja die Höhe der HRV, die HRV nimmt ab. Dann müssen wir hier, zack, deswegen der Pfeil, agieren. Und hier geht es dann vielleicht wieder hoch und hier müssen wir, zack, wieder agieren. Wie agieren wir darauf? Also die HRV sinkt ab, heißt eigentlich, wir sind gestresst oder wir haben sehr viel intensiv trainiert. Das können wir ja alles beantworten, weil wir kennen ja unseren Trainingsplan und können dann gucken, woran liegt das hier eigentlich? Angenommen, es liegt daran, dass ich jetzt ziemlich viele intensive Programme gefahren habe oder gelaufen bin, dann würde ich jetzt hier sagen, okay, echt, ich muss jetzt aerob trainieren, das war jetzt genug Intensität. Und dann warte ich ab, bis meine Werte wieder besser werden. Dann sind die wieder normal, dann kann ich sagen, okay, zack, jetzt wieder intensives Training, meine Werte fallen wieder ab und dann agiere ich wieder dagegen, mit aerobem Training, meine Werte gehen wieder hoch. Also ich möchte ja auch, dass das variabel ist. Aber ich möchte halt niemals in diesen Zustand kommen des Übertrainings, dass die Werte abfallen und ich reagiere darauf und die gehen gar nicht mehr hoch. Das heißt, wenn man frühzeitig immer wieder reagiert, dass man die tägliche Messung hat, dann kann man halt immer dagegen steuern. Dann hier zum Beispiel das andere Phänomen. Meine HRV ist extrem hoch und das halt besonders im Stehen. Also was ich gezeigt habe, wenn man liegend stehend Messung macht. Also ich stehe auf und die HRV ist auch im Stehen sehr hoch. Das heißt so, mein Vagusnerv ist im Stehen und dämpft das ganze System. Also ich fühle mich super müde. Dann bin ich auch nicht leistungsfähig und dann das heißt, ich habe wahrscheinlich in meinem Trainingsplan ziemlich viel Volumen trainiert, wäre eine Erklärung. Das heißt, okay, mit Volumen war der Reiz jetzt genug, um nicht ins Übertraining zu kommen. Fange ich dann an und sage, okay, weniger Volumen, wieder mehr Intensität, um mich wieder runter zu regulieren. Das ist jetzt hier abstrakt dargestellt, aber ich denke, ihr könnt vielleicht so ungefähr eine Vorstellung kriegen, Man wie versteht man es. das, okay, wie man das anwenden kann. Ich denke einfach, es ist ein super Tool, was man halt selber mal für sich ausprobieren kann und kann euch das nur ans Herz legen, aber ihr könnt mir auch gerne auch noch ein paar Fragen dazu mitteilen. Ich habe noch eine, wer Ja? das Interview nicht gesehen hat. Machst du das nur auf deine Wochenstruktur oder schaust du nur drauf, okay, was sagt jetzt meine HRV und das steht heute auf dem Plan? Nein, genau, die HRV, gut, dass du es nochmal ansprichst, ist sozusagen die Ergänzung. Also ich habe meinen Trainingsplan, so, dann möchte ich aber den Trainingsplan an Tagen, wo ich mich zum Beispiel nicht gut fühle, ja nicht starr umsetzen, weil ich meine, der Schlüssel zum Erfolg ist meines Erachtens das Training zu individualisieren. Und um das Training zu individualisieren, gucke ich, wie fühle ich mich heute. So, aber dann ist es so an Tagen manchmal, wo ich mich einfach, da fühle ich mich nicht gut
Und dann denke ich mir, pff, woran liegt das wohl? Ich mache noch mal, guck mal meine HRV-Messung an und sehe, ich bin tatsächlich nicht gut drauf. Und dann kann ich sehen, okay, liegt das daran, dass ich hier oben mich befinde, hier unten mich befinde? Und dann weiß ich halt, wie ich darauf reagieren kann. Weil sonst weiß ich nur, okay, ich mache jetzt Pause, weil ich fühle mich nicht gut. Aber vielleicht ist gar nicht Pause unbedingt das Richtige, sondern vielleicht einfach eine lockere Trainingseinheit. Und dazu, ja, also hilft mir das halt, meinen Plan sozusagen abzugleichen mit erstmal, wie ich mich fühle. Und dann in Ergänzung mit der HRV. Allein die HRV, die kann natürlich keinen Trainingsplan machen. Also der Trainingsplan muss erstmal stehen. Aber ich denke, besonders im Ausdauersport und auch jetzt in der Corona-Zeit, wo wir viel allein trainieren, ist es halt hilfreich, da nochmal ein bisschen Feedback zu kriegen. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, dann haut die einfach hier unten in die Kommentare und dann versuche ich die zu beantworten. Bis dahin, tschö.